Was möchten Sie den Deutschen sagen, die hier zugucken? Ich möchte sagen, wir sollen nicht alles glauben, was jetzt uns kommt. Wir als Christen in Ägypten wissen, wie wir umgehen mit Muslimen. Ich sage nicht, alle Muslimen sind Terroristen, aber jeder Terrorist ist Moslem. Das muss ich sagen. Und das ist mein Lieblingssatz, den ich immer wirklich sage. Deutschland hat keine Ahnung, beziehungsweise der ganze Westen hat keine Ahnung, wie die Muslimen denken, was bei denen im Koran steht. Ich als Ägypterin kann Arabisch lesen und verstehen. Sie fangen an und sagen, wir haben Frieden, wir haben Freiheit, aber wenn man bei denen ist und ist als Moslem konvertiert, dann kann man nicht mehr zurück, dann hat man automatisch die Todesstrafe verdient, erstens. Zweitens, ich weiß, dass Sie vorhaben, Europa zu islamisieren demnächst. Und wenn das wirklich hier in Deutschland passiert, dann gibt es ein zweites Ägypten. Wollen die Deutschen das wirklich haben? Ich sage ja nur, wenn Muslime können hier arbeiten kommen, von mir aus, die können ihre Rechte als ausländischer Bürger, sie müssen sich hier integrieren und nicht Deutschland nach denen sich integrieren. Das ist eine andere Sache. Ich sage, wenn das denen nicht passt, okay, und wenn nicht gefällt, dann sollen sie zurück. Aber sie sollen Deutschland nicht ändern nach ihrer Meinung und ihrer Gedanken, sondern Deutschland bereitet die Tür auf, hält alles auf und sagt, ja, willkommen, Islam ist willkommen, aber irgendwann, wenn die Deutschen erwürgt von den ganzen Regeln, und gibt es keine Rückkehr mehr. Glauben Sie mir, wenn das passiert, gibt es keine Rückkehr mehr.